Oft fühle ich mich einfach überwältigt. Überwältigt von den unendlich vielen Informationen, die jeden Tag auf mich einprasseln. Überwältigt von den vielen Möglichkeiten, die sich ergeben, aber auch von denen, zu denen ich gar keinen Zugang habe. Überwältigt von den Herausforderungen unserer Zeit und damit auch verbunden unserer Zukunft. Und jetzt soll ich in dieser komplexen Welt auch noch dieses eine Studium, diese eine Ausbildung oder diesen einen Job finden? Wer erwartet das noch gleich von mir? Ah, meine Eltern? Die Gesellschaft? Zeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Fakt ist, die äußere Welt, das da draußen, ist irgendwie schwierig zu beeinflussen. Wir können zwar politisch unser Kreuzchen setzen, Initiativen beitreten und Teil von etwas werden, doch bis sich da draußen wirklich was ändert, dauert es irgendwie oft länger, als wir es eigentlich aushalten. Dann ist da gleichzeitig diese quälende Frage, was ich denn aus meinem Leben eigentlich machen soll. Oft entfliehen wir diesen unbequemen Fragen, indem wir uns durch Konsum ablenken. Wir verfallen in einen Kaufrausch, nehmen übermäßig viele Drogen, suchten Netflix oder zocken die Nächte durch. Und am Ende lässt uns das alles noch leerer zurück. Was vielleicht gut zu wissen ist, die meisten von uns stellen sich gar nicht so unterschiedliche Fragen, wenn es um die ganz großen Fragen geht, habe ich herausgefunden. Wir alle wollen ja zufrieden sein und uns weiterentwickeln auf der einen Seite und uns sicher und wohlfühlen auf der anderen. Andere vielleicht etwas mehr, andere wieder ein bisschen weniger und in manchen Lebensphasen mehr, in anderen weniger. Bei einigen geht es schneller voran, bei anderen langsamer. Und oftmals, wenn man sich mit den schnellen oder erfolgreichen vergleicht, kommt ja auch dieses Gefühl, dass man irgendwie stuck ist. Vielleicht bist du auch gerade stuck, vielleicht fühlst du dich auch nur stuck. Ich selbst war jedenfalls auch oft kurz davor, kleben zu bleiben, auf der Stelle stehen zu bleiben. Und ich habe für mich aber herausgefunden, dass es am wichtigsten ist, den Ball ins Rollen zu bringen. Denn wenn der einmal rollt, dann fügen sich viele Dinge ganz automatisch. Ein sehr guter Freund von mir, der nahm tatsächlich nicht mehr an den Treffen unserer Clique teil. Und erst viel später habe ich verstanden, was da eigentlich zu dieser Zeit los war. Er war depressiv. Und er verzog sich wirklich in sein Zimmer, zockte monatelang die Nächte durch, entfernte sich immer mehr von dem Geschehen da draußen. Und er versuchte, sich herauszukämpfen, aber er war wirklich gefangen in seinen Zwängen. Und erst nach mehreren Anläufen, nach wirklich vielen Monaten, bekam er dann einen sehr wichtigen Ruck eines Freundes und hat gesagt, hey, lass doch mal zusammen einen Homeworkout machen. Und sein Freund hat ihn an die Hand genommen, wodurch er tatsächlich wieder anfing, regelmäßiger Sport zu treiben. Und nur diese eine Tätigkeit, die setzte auch in anderen Lebensbereichen bei ihm neue Energie frei, ließ auch unsere Freundschaft wieder aufleben und lernte auch seine jetzige Freundin kennen. Sein Leben blühte wirklich wieder auf. Und das nicht von jetzt auf gleich, aber Stück für Stück. Er brachte den Ball ins Rollen. Ich bin gerade sehr glücklich mit meiner Freundin, habe einen Job, den ich mag und Freunde, die für mich da sind. Und trotzdem gibt es noch diese Tage, an denen ich alles in Frage stelle. Trotz allem, was man macht und tut, ich glaube, dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit, das wird so oder so immer wieder mal aufkommen. Ich habe jetzt gelernt, dass ich mich deshalb jedoch nicht verloren fühlen muss und einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich denke, ich muss diese Fragen und dieses Gefühl als Teil von mir akzeptieren, als Erinnerung darin, immer noch mal so einen Zoom-out zu machen. Ist denn wirklich alles okay? Und es ist auch okay, wenn es dann mal nicht okay ist. Und wenn dann wieder einmal das Gefühl von dieser Orientierungslosigkeit aufkommt, wenn da immer noch dieser leere Raum ist, der mich mit Fragen quält, versuche ich den Fokus einfach auf das zu lenken, was bereits da ist, was mir Sicherheit und Verbundenheit gibt. Ich verbringe Zeit mit den Menschen, die ich liebe. Ich gehe raus in die Natur. Ich aktiviere meine Neugier und werfe mit wilden Ideen und Fantasien um mich und erlaube mal, groß zu denken und zu träumen. Und dafür hänge ich gerne in meinem Hängesack. Ich höre Musik. Ich mache Musik. Ich versuche mich am Yoga. Und ich gebe mir einfach Raum, mich mal inspirieren zu lassen. Und dann rollt der Ball ganz oft von alleine.